Fakten, 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 alles Wissen, nicht raten, wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause, in meine Welt durchs Internet. Ach, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Heißt es etwa? Das heißt, dass du ab sofort Reitunterricht belegen kannst. Ach, ich könnte ewig bei den Pferden bleiben. Ich bin bald wieder da. Eindeutig eine Kolik, Gottfried. Das waren bestimmt die beiden Görner aus dem Internat. Schmeckt super, oder? Pikant. Was ist denn das? Dieser Kopf hat 2000 Vitamine. Guten Abend, Dr. Stolberg. Ja. Willst du noch eine Salami? Boah, ich platz gleich. Schnell, ihr Mächte, schnell. Schickt meinen Liebsten zu mir. Schnell, schnell. Es gibt nichts Schöneres, als in einer sternenklaren Nacht einen Spaziergang zu machen. Es ist Vollmond. Er liebt mich. Er liebt mich nicht. Er liebt mich. Soll ich dir was ganz, ganz Tolles erzählen? Ja, klar. Sven Weber hat sich in mich verliebt. Ich hab's endlich geschafft. Was? Gestern wollte er mit mir sogar einen Spaziergang beim Mondschein machen. Das ist nicht dein Ernst. Du hast doch diesen Artikel über den Liebeszauber gelesen. Du meinst die Nummer mit den rosa Kerzen? Ziemlicher Blödsinn, was sie da zusammengekritzelt haben. Von wegen. Ich hab's ausprobiert. Ich hab's genau gemacht, wie es in der Zeitung stand. Deshalb war auch der Qualm im Zimmer. Ich musste Räucherstäbchen anmachen und... Antje. Du wirst doch nicht an diesen Unfug glauben. Es hat funktioniert, Andrea, es hat funktioniert. Ich glaube, du bist nicht mehr ganz bei Trost. Im Gegenteil. Sven Weber ist in mich verliebt und das ist das Einzige, was für mich zählt. Und was soll das werden? Sag bloß, das gehört auch zu diesem bescheuerten Liebeszauber. Du musst den Körper und deine Haare gründlich reinigen, damit der Liebeszauber seine volle Wirkung entfalten kann. Mit Essig? Na und? Allerdings musst du das Essig ein wenig verdünnen, sonst brennt es in den Augen. Und ich tue noch etwas Rosenöl dazu, damit es nicht ganz so stark riecht. Ich glaube, dir ist echt nicht mehr zu helfen. Tut mir leid, dass deine Pferde krank geworden sind. Und du meinst wirklich, dass meine Zöglinge Iris und Alexandra damit zu tun haben könnten? Ich weiß nicht. Naja, eigentlich war es mehr Gottfried, der darauf bestanden hat, dass ich mit den beiden rede. Er ist ein erfahrener Pferdepfleger und ich vertraue ihm. Ja, bitte. Herr Dr. Stolberg, wir sollten zu Ihnen kommen. Herr Waldner, was machen Sie denn hier? Wie geht's Wotan und Zuleika? Den beiden geht's leider nicht gut. Wie, was denn passiert? Wotan und Zuleika haben heute Nacht eine schlimme Kolik gehabt und... Eine Kolik? Wie konnte das denn passieren? Da kann es verschiedene Ursachen geben. Zum Beispiel, wenn ein sensibles Pferd erschrickt oder wenn Pferde etwas Vergorenes oder Verschimmeltes fressen. Gott, die armen Pferde. Tja, ich wollte fragen, ob euch vielleicht irgendetwas aufgefallen ist oder ob ihr den Tieren irgendetwas zu fressen gegeben habt, was sie nicht vertragen haben. Wir haben den Pferden nur eine Möhre gegeben, aber sie waren auch selber dabei. Ja, ja. Naja, und später, als ich weg war? Da haben wir am Zaun gestanden und haben dem Pferd beim Grasen zugeguckt. Ja, nicht? Gut, das wär's erstmal. Mädels, es wird Zeit für den Unterricht. Geht es Wotan und Zuleika dann sehr schlecht? Sie werden es überleben. Und Gottfried kümmert sich ja sehr gut um sie. Tschüss, Herr Dr. Stolberg. Tschüss. Macht's gut, ihr beiden. Ich glaube, er weiter hat uns geglaubt. Aber dass er sowas von uns denkt. Ich muss nach Wotan sehen. Iris, jetzt noch nicht. Wir haben nur noch Unterricht. Das gibt nur noch mehr Ärger. Das ist mir egal. Die Pferde sind mir jetzt wichtiger. Ich muss wissen, wie es Wotan und Zuleika geht. Sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Was habt ihr in der ersten Stunde? Bei Herrn Weber, Musik. Weißt du was? Ich rede mit Herrn Weber. Der versteht das garantiert. Okay, danke, Alexandra. Du, Katharina? Kannst du mir einen Gefallen tun?
Können wir die Plätze tauschen? Warum denn? Ich sitze einfach nicht so gerne vorne. Tut mir leid, ich auch nicht. Es kommt davon, wenn man den ganzen Morgen vorm Spiegel steht. Und wenn ich nächste Woche deinen Aufräumdienst in der Mensa übernehme? Das würdest du tun, um nicht in der ersten Reihe zu sitzen? Ja. Einverstanden. Sowas lass mir doch nicht entgehen. Das soll ein Mensch verstehen. Musst du ja auch nicht. Sag mal, kann es sein, dass du dich heute Morgen in der Flasche vergriffen hast? Dein Parfüm riecht ziemlich ätzend. Jetzt hält ja kein Mensch aus. Sag mal, hast du dir eine Flasche Putzessig über den Kopf gekippt? Also wenn du willst, ich habe ein Deo in der Tasche. Jetzt lass mich doch in Ruhe. Was ist denn mit dir los? War ja nur ein Angebot. Guten Morgen. So, heute wollen wir uns wieder mit zeitgenössischen Komponisten beschäftigen. Das letzte Mal. So. Das letzte Mal war Leonard Bernstein an der Reihe. Warum sitzt du denn hier? Darum. Ich habe euch heute eine besondere Notenschrift mitgebracht. Wer von euch weiß, von wem diese Schrift stammt? Okay, Antje, schieß mal los. Stockhausen. Richtig. Hey, was soll das? Ich will nach Wotan sehen. Herr Weidner war heute in der Schule. Das weiß ich. Kannst du mir mal sagen, was ihr mit den Pferden gemacht habt? Kann ja sein, dass ihr es nicht wolltet. Aber durch eure Schuld sind sie jetzt krank. Stimmt nicht. Wie können Sie sowas so sagen? Und das soll ich dir abnehmen? Ich glaube, ihr habt den Pferden irgendwas zu fressen gegeben, was sie nicht vertragen. Wie können Sie sowas so sagen? Ich muss jetzt zu Wotan. Was willst du hier? Ich will zu Wotan. Schluss jetzt. Ich lasse dich doch nicht noch einmal zu den Pferden. Mein. Sag ich Herrn Weidner. Von mir aus? Ich bin hier derjenige, der sich um die Pferde kümmern muss. Die brauchen jetzt hohe und warme Umschläge. Und jetzt verschwinde. Sie sind voll gemein. Ich will dich hier nicht wieder sehen. Für deine Freundin gilt das auch. Hast du mich verstanden? In 8 Zimmern müssen die Leitungen neu verlegt werden. Das heißt, wir müssen 20 Schüler in andere Zimmer verlegen. Und das bis morgen. Das wird ziemlich eng mit dem Platz. Allerdings, gib mir mal die Liste. Wer muss noch alles umziehen? Marc, Budi, Andrea, Antje. Sag mal, Sabine, wenn es ganz eng wird, könntest du nicht dein Zimmer zur Verfügung stellen? Du hast doch noch die Wohnung in Berlin. Ja, schon, aber dann müsste ich immer die ganze weite Strecke mit der S-Bahn und mit dem Bus fahren. Da habe ich offen gestanden keine Lust zu. Ach so, ja, daran habe ich gar nicht gedacht. War nur so eine Idee. Wen haben wir denn da? Antje, Andrea, Theresa, Isabel, Noemi, Marina. Ja, Noemi und Marina könnten wir doch im Zimmer von Nadine unterbringen. Tag, Dr. Stolberg. Hallo, Frau Petzold. Herr Weber. Ich will ja nicht drängen, aber sind Sie mit dem Verteilungsplan für die Zimmer vorangekommen? Ja, wir sind fast fertig. Ich muss nur noch Frau Petzold davon überzeugen, dass sie ihr Zimmer zur Verfügung stellt. Ach, ist denn das wirklich nötig? Ja, das wird sich noch rausstellen. Na, wenigstens verhagelt Ihnen dieser Organisationskram nicht die Laune. Na dann. Herr Stolberg. Ja? Ihr Fuchs hat die Motten. Himmel, der auch. Vorstellen, wie Gottfried ausgerastet ist und wie er mich angemotzt hat. Wirklich Angst habe ich gehabt. Und warum? Hat der Weidner ihm gar nicht erzählt, dass wir gar nichts dafür können? Ich habe keine Ahnung. Es sei denn, Gottfried hat was zu verbergen.
Was meinst du damit? Na nun, überleg doch mal. Was wissen wir von dem Typ? Er war von Anfang an grob zu den Tieren. Und unfreundlich zu uns. Obwohl wir gar nichts gemacht haben. Mit den Pferden durften wir erst recht nicht alleine bleiben. Und heute hat er mich hochkant rausgeschmissen. Und worauf willst du hinaus? Gottfried ist doch immer alleine mit den Pferden. Und er füttert sie auch. Es könnte doch sein, dass er den Pferden verdorbenes Futter gegeben hat. Und jetzt will er uns die Sache in die Schuhe schieben. Aber warum sollte er das tun? Ich weiß nicht. Vielleicht will er Geld abzweigen. Oder hat er einfach Mist gebaut. Ich weiß es nicht. Da könnte schon was dran sein, aber wir bräuchten Beweise. Wir müssen einfach eine Probe von dem verdorbenen Futter besorgen. Und wie, wenn wir nicht auf den Hof dürfen? Du hast doch selber gesagt, wenn Gottfried uns erwischt, kriegen wir großen Ärger. Hey, Tom! Was ist denn los? Wir bräuchten mal deine Hilfe. Spinnt der Computer? Nee, es geht um Pferde. Pferde? Das ist eine ganz heiße Sache. Wir wollen einen Pferdepfleger überführen, der die Pferde mit verdorbenem Futter füttert. Pferde waren eigentlich noch nie mein Fall. Ach, bitte, Tom, wir brauchen doch die Proben. Bitte, Tom, ich würde dich auch bis zum Gestüt mitbegleiten, aber auf den Hof musst du alleine. Und wie soll ich euch helfen? Dich kennt er noch gar nicht. Genau, uns hat er nämlich auf dem Kieker. Na gut, aber nur wenn ihr mitmacht. Danke, Tom, ist echt nett von dir. Pferde sind gar nicht so schlimm, wie jeder sagt. Na, was du nicht sagst. Da kam dieser Roboter und baff, hat er sie alle platt gemacht. So eine irre Action-Szene habe ich noch nie gesehen. Was soll an so einem Film eigentlich so Besonderes dran sein? Fliegt Müll durch die Gegend und werden ein paar Leute abgeballert. Ist doch ätzend. Wir hätten dich nach deiner Meinung gefragt. Unser Marc, große Sprüche klopfen, aber nicht mal Eis essen können. Soll ich Luigi fragen, ob er vielleicht ein Lätzchen für dich hat? Sehr witzig. Hey, hat jemand Lust auf eine Runde Basketball? Klar, immer. Und du? Spielst du auch mit? Ich spiele auch nicht mit Anfängern. An deiner Stelle würde ich mich ein bisschen zurückhalten. Unsere Mannschaft ist mindestens genauso gut wie eure, wenn nicht sogar besser. Du nimmst den Mund aber ganz schön voll. Lass uns ein Spiel machen. Dann werden wir sehen, wer besser ist. Okay, aber dann macht euch ja mal auf eine satte Niederlage gefasst. Bist du sicher, dass die Pferde nicht frei rumlaufen? Quatsch, Tom. Die stehen in ihren Boxen. Und wenn doch eins rauskommt, dann springst du eben drüber. Haha, sehr witzig. Ehrlich, Tom, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Du hast leicht reden. Du weißt ja nicht, wie es ist, wenn man als Kind mal zwischen die Hufe geraten ist. Ich habe einen heiden Respekt vor den Viechern. Ich würde mich nie in meinem Leben auf ein Pferd setzen. Mensch, Tom, verschon mich mit deinen Ängsten. Was heißt denn hier Ängste? Bist du dir eigentlich im Klaren darüber, dass wenn ein Pferd aufschlägt, es unheimlich leicht die Knochen eines Menschen brechen kann? Es musste sogar mal ein Pferd erschossen werden, weil es im Laderaum eines Flugzeugs einfach nicht mehr zu bändigen war. Tom, du sollst doch kein Pferd stehlen. Du sollst nur eine Handvoll Futter holen. Und Futter tritt ja bekanntlich nicht. Okay, stimmt. Na los, dann komm jetzt. Mal sehen, was die Homepage der NASA so zu bieten hat. Oliver, gut, dass du da bist. Du musst uns helfen. Wo brennt's denn? Tom und Alexandra werden gleich da sein. Sie werden uns Pferdefutter vorbeibringen. Ich möchte, dass du das untersuchst. Was soll ich? Wir haben da einen Verdacht, dass der Tierpfleger vom Johannishof die Pferde nicht richtig behandelt. Und du sollst das Futter davon untersuchen. Tut mir leid, Iris, das kann ich nicht. Hä? Warum denn nicht? Ich dachte, das ist ganz einfach für dich. Eine Futteranalyse ist eine viel zu komplizierte Untersuchung. Dafür bin ich überhaupt nicht ausgerüstet. Aber was sollen wir denn jetzt machen? Wir haben doch auf dich gesetzt, Oliver. Normalerweise werden solche Untersuchungen in einem tiermedizinischen Labor durchgeführt. Warte mal, da fällt mir was ein. Mein Vater hat einen Bekannten. Der ist Tierarzt, vielleicht kann der uns weiterhelfen. Er muss einfach. Ich werde versuchen, ihn anzurufen. Thank you.
alles ganz ruhig. Ich glaube, der Unterricht fängt heute erst später an. Hoffentlich hast du recht. Siehst du die Stalltür da vorne? Da, gleich am Eingang, steht die Futterkiste. Hallo, junger Mann. Was kann ich für dich tun? Ich heiße Tom Kühnel. Ich gehe aufs Internatsschloss Einstein. Ah, dann bist du also unser neuer Reitschüler. Nein, nein. Ich wollte mich hier nur mal ein bisschen umsehen. Na, nur keine falsche Bescheidenheit, Tom. Du, ich habe gerade Zeit. Wenn du willst, kann ich dir gleich eine Reitstunde geben. Nein, danke. Das ist wirklich nicht nötig. Na, was ist? Du hast doch nicht etwa Angst? Das brauchst du nicht. Sabrina ist eine ganz sanftmütige Stute. Hier, gib ihr ein Stückchen Zucker. Das mag sie. Dann könnt ihr euch gleich mal miteinander vertraut machen. Komm. Die Hand immer schön flach halten. Ja, gut so. Komm einfach rein, Iris. Ich löte gerade. Hallo, Oliver, Schätzchen. Oh, hast du alles neu gestrichen? Für mich? Das war doch nicht nötig, Liebling. Nein, so frische Farben. Da und da und hier auch. Schön. Was soll denn der Quatsch? Na, 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 nicht ablenken. Seit wann hast denn du eine Freundin? Wie kommst du denn darauf? Und was ist mit dieser Iris? Du wirst deinem alten Kumpel doch nichts vormachen. Ach, lass den Mist. Wie läuft's denn so? Alles okay, und selbst? Alles im grünen Bereich. Was machst du da? Nichts Besonderes, war nur ein Kabel locker. Was dir so ungefummelt Spaß macht. Basketball bringt's doch viel mehr. Ich mag eben beides. Frag dich nur, ob du noch in Form bist. Hey, ich bin voll im Training. Ich habe gestern 5 Körbe geworfen. Wow. Frag dich nur, in welcher Zeit. Was wollt ihr eigentlich? Hast du nicht wieder mal Lust, mit uns zu spielen? Wir könnten auch einen starken Spieler gebrauchen. Warum nicht? Aber willst du das nicht nur mal überlegen? Wir spielen nämlich gegen... Oh. Was gibt's denn da zu überlegen? Oliver nimmt's doch mit jedem auf, oder? Oliver gehört auch noch weiterhin zu uns, also spielt er auch mit uns. Also ist die Sache abgemacht? Ehrenwort? Ehrenwort. Du wirst sehen, mein Junge. Noch 2-3 Stunden. Dann willst du überhaupt nicht mehr vom Pferd runter. Sicher? So, dann komm jetzt mal runter. Tom, Gottfried wird das Pferd gleich absattern. Ich fahre jetzt in die Stadt. Soll ich dich beim Internat absetzen? Nein, danke, ist nicht nötig, aber ich würde mich gerne noch ein bisschen umsehen im Stall bei den Pferden, wenn sie nichts dagegen hätten. Von mir aus, solange du möchtest. Aber gib den Pferden nichts zu fressen. Bestimmt nicht. Viel Spaß noch. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich bin froh, wenn ich hier wieder weg bin. Hey, Freundchen, was hast du denn hier zu suchen? Ich wollte nur mal gucken, ob... Ja, was denn? Ob Pferde wirklich lachen können. Na, das fängt ja gut an. Marc und die waren total sauer, als sie gehört haben, dass sie bei David und Ole wohnen sollen. Ach, die werden sie schon zusammenraufen. Na, hoffentlich, sonst kriegen sie es mit mir zu tun. Ich bin mal gespannt, was die Mädchen sagen. Ja, was schon. Die werden auch maulen. Ich wünschte, mir würde das erspart bleiben, aber wir haben einfach zu wenig Platz. Und wenn du doch dein Zimmer... Kann das sein, dass du sehr hartnäckig bist? Eine meiner besten Eigenschaften. Nein, im Ernst, es würde die Lage ziemlich entspannen. Und was ist mit mir? Weißt du, um wie viel Uhr ich aufstehen muss, damit ich pünktlich hier bin? Und dann immer das Gedränge im Bus und in der S-Bahn. Ich könnte dich jeden Morgen abholen. Und abends würde ich dich natürlich wieder nach Hause bringen. Meine Wohnung liegt nicht gerade auf deinem Weg. Du könntest mich einmal einladen. Auf ein Glas Wein oder so. Und ich dachte, du wärst nur am Wohl unserer Schüler interessiert. Bin ich doch. Was denkst du denn? Also machst du's? Wann in seinem Leben kommt man schon mal zu einem Chauffeur? Zu Ihren Diensten, Madame.
Go and Gun. Eat, Eat, Eaten. Get, Got, Got. Hallo Nadine, weißt du zufälligerweise, wo Tom ist? Ich glaube, der ist mit Alexandra weggefahren. Mist, immer wenn man ihn braucht, ist er nicht da. Was wolltest du denn von ihm? Nichts Besonderes. Es geht um Bio. Er wollte mir zeigen, wie man Kräuter bestimmt. Vielleicht kann ich dir helfen. Meine Mutter hat mir da mal so ein Pflanzenbestimmungsbuch geschenkt. Was interessiert dich denn? Ach, ich wollte nur wissen, wie Melisse aussieht und spitzwegerig und... Aber das haben wir doch zurzeit gar nicht im Bio. Ich brauche es nicht für den Unterricht. Ich will einen Tee machen. Was denn für einen Tee? Na, einen Kräutertee. Und jetzt frag mich keine Löcher in den Bauch. Und der Tierarzt hat wirklich gesagt, dass er sich darum kümmern will, dass das Futter untersucht wird? Ja, ich soll ihm das Zeug nur vorbeibringen. Er hat sogar versprochen, dass wir das Ergebnis so bald wie möglich bekommen. Was hast du ihm gesagt, warum wir ihn brauchen? Er hat gar nicht gefragt. Ich soll ihm das Zeug nur vorbeibringen. Ich frag mich nur, wo Tom und Alexandra bleiben. Ich habe ihm doch den Zettel an die Labortür gemacht. Hoffentlich ist da nichts schiefgegangen. Ach, wie ich Alexandra und Tom kenne, bestimmt nicht. Kannst du dich vielleicht endlich mal hinsetzen und machst mich ganz nervös mit deinem Rumgerennen? Es hat geklappt. Wir haben das Futter. War schwierig? Schwierig? Das ist gar kein Ausdruck. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was Tom durchmachen musste. Was ist denn passiert? Als erstes hat Tom den Pferden 5 Dutzend Zuckerstücke gegeben. Dann hat er sich aufs Pferd geschwungen und ist eine Runde geritten. Gott! Ja, und das Schlimmste war, er ist Gottfried direkt in die Arme gelaufen. Aber das Futter habe ich trotzdem. Tom, du bist ja ein richtiger Held. Hey. Kannst du nicht einfach so gehen? Was meinst du? Na, so ohne Verabschiedung. Keine Angst, wir sind allein. Mensch. Sehen wir uns heute Abend noch? Ich habe noch so viel zu tun. Lass dich überraschen. Antje, was ist denn los? Mir geht's nicht gut. Mir ist so schrecklich schlecht. Komm, ich bring dich auf dein Zimmer. Vielleicht geht's dir besser, wenn du dich hinlegst. Hallo Oliver. Ich hab schon gedacht, du kommst gar nicht mehr. Ich musste noch was wegbringen, aber was machst du denn hier? Es ist doch schon irre spät. Ich hab was für dich. Was ist das? Eine Überraschung. Pack schon aus. Wow, danke. Aber womit habe ich das verdient? Das war doch schon lange fällig. Du bist ja jetzt ein festes Mitglied unserer Basketballmannschaft. Und es wäre doch eine Schande, wenn du bei dem Spiel gegen die Dorfkids morgen ohne Trikot dastehen würdest. Was? Wir spielen morgen gegen die Kids aus dem Dorf? Ja, morgen Nachmittag. Wolf hat uns herausgefordert und ich freue mich schon richtig drauf, es dieser Bande mal zu zeigen. Hör mal, Marc, ich muss dir was sagen. Sag's mir morgen, ich muss los. Aber... Ciao. Kannst du dir vorstellen, wie ich mich gefühlt habe? Am liebsten hätte ich laut losgeschrien. Und als sie ihn dann auch noch geküsst hat. Das ist so fies, so gemein von ihr. Ich hab dir noch einen Tee ge... Sag mal, solltest du nicht im Bett sein? Es geht schon wieder. Ja, das ist schön, aber ich möchte, dass du dich hinlegst. Ach ja, und da ist noch etwas. Ab morgen werden in einigen Zimmern die Stromleitungen erneuert. Auch in diesem hier. Ihr müsst deswegen umziehen. Aber ihr habt noch mal Glück gehabt. Ihr dürft in meinem Zimmer wohnen. Alles ist da.
morgen.